So Leute, willkommen zum Finale des zweiten Ultimate Amiibo Clash Ladies Fight Night. Gestern hat White Rose das Bracket Reset erzwungen. Wunderbar, 2:0 gewann sie nämlich gegen Rubin und heute, ja, kämpfen wir gleich weiter. Die Wetten sind bekannt, habe ich gestern im Video bereits eingeblendet. Und here we go. Colosseum. Okay, es geht diesmal in die Heimat, beziehungsweise eine heimatsverwandte, heimatsnahe Stage von Rubin, um zu gucken, was hier heute so abgehen wird. Eine Walk-Off-Stage. Haben die beiden jemals in einer Walk-Off-Stage gegeneinander gekämpft eigentlich? Ich überleg gerade. Also eine mit dauerhaften, so wie hier. Ich glaube nicht, oder? Falls ja, dann habe ich es gerade einfach vergessen. Ist ja eigentlich auch vollkommen egal, ob sie es schon haben. Sie machen es nämlich jetzt gerade. Und da juggelt White Rose Rubin, als wäre es überhaupt gar nichts. Wird wieder ergriffen. Ja, meine Güte, was ist mit White Rose passiert? Das könnte schon, wenn ihr da weiter so rumtänzelt, könnte das schon der erste Stock sein. Aber nein, ist er nicht. Noch nicht. Wer weiß, Leute. 110%, sie lebt damit schon gefährlich. Der Upsmash von White Rose hat Durchschlagskraft ohne Ende. Oh, einfach umgedreht. Oh Gott, ich dachte gerade schon kurz, das wäre die Dash Attack gewesen von White Rose. Was war das denn? Das war interessant. Jab, Jab, aufgehört, Shield und dann einfach smashen. Und schon ist es fast wieder even. Da war der Sweet Spot. Oh, ja, genau so muss man das machen mit Robin. So funktioniert das. Schön mit Arc Fire festhalten oder mit Arc Thunder, wie man gerade gesehen hat. Oh, der Down Smash wieder. Und dann einfach am besten natürlich eine Smash-Attacke oder einen starken Aerial reinhauen. Aber das Eleven Sword, also das Donnerschwert, war leider gerade nicht mehr da. Es hat sich schon despawned. Oh. Geht da weg. Meine Herren. Hä? Wie sie gerade einfach da. Wie lässig das immer aussieht. Sie gehen so schön. Vor allem Zelda. Richtig edel. Guckt euch das an. So, jedenfalls Stocklead für White Rose. Ach, komm schon, Rubin. Was ist los mit dir? Du kannst es doch. Du hast doch schon mal gegen sie gewonnen. Wow, aber es sieht wohl so aus, als hätte White Rose mehr gelernt aus der Begegnung. Oh, da ist schon wieder diese Down Smashes, ne? Die auch irgendwie noch hinter einem treffen. Faszinierend. Ich meine, das tun viele Down Smashes, aber die Animation sieht nicht so aus, als würde das da der Fall sein. So, Nosferatu mit so wenig Prozent. Deswegen kam sie da auch relativ schnell raus. Und diese Prozente muss sie jetzt schnellstmöglich wieder aufholen. Oh, der Sweet Spot. Bisschen weiter links und das wäre es gewesen für Rubin. Da wieder der Down Smash. Irgendwie hat White Rose schon relativ häufig, häufig mit der, mit dem Down Smash gekillt, der Shorty. Und da hatte sie richtig Glück gerade. Also White Rose hatte Glück, dass genau da das Levin Sword nicht mehr da war. Sonst hätte das vielleicht schon das Aus sein können. Ja, White Rose hat sich hier Techniken von Mama Luma geklaut. Kopiert, effektiv umgewandelt, so sage ich mal. Ja, wobei, das hat sie ja auch schon gegen Black Lotus gemacht, also so ist nicht, ne? Aber irgendwie verbinde ich Mama Luma damit, keine Ahnung. Bei ihr habe ich es am häufigsten gesehen, habe ich so das Gefühl, weil sie am häufigsten mit solchen Saves kämpfen musste. Go away! Oh, und das Verratu, sehr schön. Auch noch von hinten, und von hinten heilt es ja mehr. Jetzt müsste Rubin White Rose einfach mal da wegwerfen, außerhalb des Stage. Das hat sie nach... Sie hat nicht geworfen. Warum? Diese Chokes. Jetzt hau sie weg. Komm, wir wollen ja ausgeglichenes Match sehen. Und geht da von der Kante weg. So, jedenfalls. White Rose will sich das nicht nehmen lassen, baut aber allerdings auch wieder nicht viel Prozente auf. Das ist auch so eine Situation, die irgendwie ähnlich... Also irgendwie kommt es häufiger zwischen den beiden vor. White Rose zieht den Stock zuerst und dann kriegt sie erstmal nicht so viele Hits. Und dann jetzt mal wieder Rubin die Oberhand hat. Erstmal schön den Ritter geschockt, aber den interessiert das relativ wenig. Oh, der Ritter ist noch aufgeladen. Wie man an ihrer Hand erkennen kann. Und dann wieder der Down Smash, Leute. Sie kriegt den Stock nicht weg. Also Rubin kriegt den Stock nicht weg. Das Gute ist, Rubin ist nicht so gefährdet durch Nairos Umarmung. Schön, damit wieder. Wow. Und zwar, wenn Arc Fire. Jetzt wirft sie da. Nicht dahin. Blöd. Rubin, warum? Und zwar, wenn das Arc Fire really reflektiert wird von Nairos Umarmung. Sehr schön. Dann fliegt das Feuer nach oben links. Also, oder nach oben rechts halt. Es fliegt jedenfalls nach oben und nicht direkt zurück auf Rubin. Das ist gut für sie, weil sonst hätte das Arc Fire schon sehr, sehr oft sie selbst getroffen. Denn sie hat es jetzt schon einige Male mit Nairos Umarmung reflektiert, also halb so wild.
Trotzdem, wir haben gerade einen ziemlichen Vorteil, einen ziemlich großen Vorteil auf Seiten White Rose. Die macht das aber sehr souverän hier. Generell scheint der Zelda-Amiibo mir echt so einiges drauf zu haben. Könnte durchaus sein, Leute, dass White Rose das tatsächlich hier gewinnt, das Grand Final. Dann würde der Sieg des zweiten Amiibo Clash an das Franchise Zelda geben, nachdem es im ersten Mal... Und das war's. Nein, oh mein Gott, der Choke. Sie wirft es in die falsche Richtung. Oh, oh Gott, Leute. Ja, jetzt wird es aber nochmal eng hier. Oh, da war die Down-Air von White Rose gegen den Up-Smash von Rubin. Irgendjemand wird gleich ja rausgeworfen. Es war so klar. Es war so klar, dass das passiert, Leute. Es war so klar. Das ist so lame. Naja, als menschlicher Spieler würde man halt aufpassen, dass man nicht so nah an die Kante geht. Aber wie gesagt, die CPUs sind zu blöd dafür. Die checken das nicht. So. Matchball für White Rose. Drei Matches. Die letzten drei Matches sind alle für White Rose ausgegangen. Rubin sieht hier gar kein Land mehr. Und wenn sich jetzt echt nicht was tut, Leute. Und nochmal so eine blöde Stage. Oh, toll. Ja, wie gesagt. Walk of Stages werden verboten sein ab dem dritten Amiibo Clash. Man lernt. So, gucken wir mal, ob Rubin das Gelernte jetzt irgendwie verwenden kann, falls sie denn was gelernt hat aus dem Kampf, aber ich nehme es mal sehr stark an. Es würde ihr schon mal helfen, wenn sie den ersten Stock zuerst nimmt und nicht White Rose. Ah, wieder die Downsmashes überall. Irgendwie finde ich den Downsmash witzig, der ist so... Wie gesagt, er sieht so unspektakulär aus. Oh, da war Nosferatu. Traf allerdings nicht. Ich dachte schon, sie rollt da ins Feuer rein. Und ich dachte, jetzt kommt hier Arcfire into Arcfire-Kombo. Und da wurde sie von White Rose... Boah, wie sie gerade spacen hier. Bewegen die... da will keiner approachen. Die stehen sich einfach nur mit sicherer Entfernung gegenüber. Das war schön aus, beide mit dem Down Smash. Er stehen sich hier mit sicherer Entfernung gegenüber und spammen ihre Projektile. Oh, das war schön. Aus der Luft gegriffen beim Landen. Also das Landing gepunished. Von White Rose und sie so rausgeholt. Ich habe ja gesagt, das würde ja schon mal helfen, wenn sie den Stock zuerst nimmt. Jetzt muss sie den Damage aber auch wieder rausholen hier, liebe Leute. Hoffentlich gehen wir noch in ein Game 3. Oh, wunderbar. Nochmal hier mit Nosferatu. Weiß nicht. Ist immer cool, wenn es zu einem Game 3 geht, finde ich. Wie seht ihr das denn? Oder seht ihr lieber absolute Zerstörung auf einer Seite? Oh Gott, geht da... Warum in diese die Richtung? Ich weiß nicht, ob sie gestorben wäre, aber es wäre auf jeden Fall hilfreich gewesen. Ich finde es irgendwie merkwürdig, dass Rubin das nie durchzieht. Oh, ja, wunderbar. Einfach weggeworfen, auch wenn das wieder sehr merkwürdig war gerade. Ist euch das mal aufgefallen, Rubin jabbt immer und dann macht sie nicht... Also sie hat ja zwei Arten, den Jab zu beenden. Entweder mit dem Feuerbuch, so eine Explosion hat mehr Knockback, glaube ich, und einmal das Windbuch. Aber sie macht es immer nur zweimal und dann kommt danach aber nichts mehr. Und jetzt dahin werfen, zack, sehr schön. Gut gemacht von White Rose. Oder wieder Nairos Umarmung, genau das meine ich. Sie kann es mittlerweile. Aber sie hat noch nie den Donner reflektiert. Wobei, den hat sie, dem nutzt Rubin auch tatsächlich kaum. Gut für Rubin, weil ich glaube... Also wenn... Ja, wobei, sie benutzt ihn... kaum würde ich nicht sagen. Also sie benutzt ihn seltener auf jeden Fall. Kommt mir so vor. Allerdings muss sie da aufpassen, weil wenn der mal reflektiert wird, Leute, das wird wehtun. Oh, wow, 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 wow. Da kam gerade schon eine Smash-Attacke, ich habe schon gesehen. Jedenfalls ein riesen Vorsprung für Rubin. Was ihr allerdings nicht viel bringt, wenn sie da weiter an der Ecke rumtänzeln. Und ich glaube, dieser Dampf da an ihren Händen heißt nicht, dass er aufgeladen ist, sondern dass es ein Cooldown ist. Kann das sein? Da kenne ich mich mit Zelda leider zu wenig aus, muss ich sagen. Nachdem sie das Phantom eingesetzt hat, weil Rubin hat gerade das Phantom zerstört. Und danach leuchtet ihre Hand wieder. Ich glaube, das ist wirklich ein Cooldown. Guck mal jetzt. Nee, jetzt ist es kein Cooldown. Ach, ich habe auch keine Ahnung. Jedenfalls, Flatsch, einfach weggeworfen. Rubin rennt nochmal hin. Ausgleich, Leute. Was ist ein Grand Final? Hey, Chrome, was geht ab? Okay, Leute. 1:1 hier im Grand Final. Das letzte Match wird jetzt entscheiden, wer unser Grand Champion ist. Des zweiten Ultimate Amiibo Clash. Thema... Ladies Fight Night! So, bitte zum Schluss nochmal eine coole Stage. Ich meine, ich kann auch nicht einfach resetten, das wäre irgendwie unfair. Na toll. Großartig. Jetzt hatten wir alle drei Walk-Off-Stages hintereinander. Oder? Ja, Colosseum, dann Mario Galaxy und jetzt das Wii Fit Studio. Super, ey! Toll. Naja, gut. Gucken wir mal, was hier abgehen wird. Sehr repräsentativ für dieses Turnier eigentlich nochmal, so zum Schluss. Uiuiui.
Spiel beginnt wieder relativ langsam. Wird es Fire Emblem oder wird es The Legend of Zelda, Leute? Wer wird den Sieg bringen? Eine Down Smash hier, ein paar Rollen hin und her. Lustig, flockig, ja, mit so wenigen Prozenten darf man nicht pummeln mit dem, wenn man den Gegner greift und wenn man Robin ist, weil der Pummel ist, wie gesagt, ultra schlecht. Mega langsam. Wow, das war der Sweet Spot, sehr schön. Allerdings, ja, auf dieser Stages werden wir natürlich keine Spikes sehen, weil hier kann man nicht gespiked werden. Hier kann man höchstens einfach so rausgeworfen werden, so wie gerade White Rose. So, aber 122%. Und White Rose hat hat Rubin auch schon häufig rausgeworfen. Das war allerdings zu mittig von der Stage. Mit den Upsmash. Wir haben schon lange keinen Upsmash-Kill mehr gesehen. Weißt du warum? Weil die zu sehr damit beschäftigt sind, nicht die ganze Zeit aus der Stage zu werfen. Au, ah, zack. Hier noch mit dem Donner getroffen. Oh, wow. White Rose sollte schleunigst da weggehen. White Rose tut das nicht. Oder greifst du jetzt? Oh, da kam gerade wieder mal der Multi-Jab. Oh, da hat sie den Donner reflektiert. Allerdings stand sie zu weit weg. Und da hatte sie Glück, dass Rubin nicht geworfen hat, Leute. Sonst wäre das weg gewesen. Aber Rubin kriegt gerade gar nichts mehr gebacken. Umgekehrt meine ich. White Rose kriegt nichts mehr gebacken. Rubin ist gerade voll dominant. White Rose, was ist denn jetzt los? Oh, Jemine. Total aus der Ruhe bringen lassen. Kriegt kaum mehr die Grabs, wenn sie entscheidend wären. Jetzt zum Beispiel hätte sie ihn einfach greifen können. Und jetzt wieder versucht sie immer wieder mit dem Down Smash. Der hat jetzt auch schon häufig was gebracht, allerdings. Wow. Okay, wenn sie sich von so ganz nah reflektiert, also wenn sie noch ein bisschen näher dran steht, dann sollte es Rubin auch treffen. Aber ja, wann passiert das mal, nicht wahr? Nicht allzu häufig, wie man sieht. Oh, nochmal Nosferatu hier sich schön runterheilen. Ja, Prozente sind gleich. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Rubin einen ganzen Stock im Vorsprung ist. Und fast noch einen zweiten jetzt. Ui, das könnte es gewesen sein mit dem Stock. Nein, war es aber noch nicht. Die Reefe-Trainerin Penny hinter und hat erstmal wieder ihren Job angenommen. Und danced ein bisschen ab. Im Yoga-Mode. Oh, das war der Down-Smash, glaube ich. Gut, der hätte egal von wo gekillt, wenn er getroffen hat. Da war es jetzt nicht ausschlaggebend, dass er da an der Ecke hing. Oh Gott, Leute, was ist das hier gerade? Sehr dominante Vorstellung von Rubin. Den ersten Stock weggejankt und dann einfach die Oberhand behalten. Bis jetzt immer noch. Da muss White Rose nochmal richtig viel tun. Jetzt einfach wegwerfen. Jawohl, genau so. Okay, White Rose, komm. Hey, das ist faszinierend. Ich bin für Rubin, ne? Aber ich möchte trotzdem, dass sie auch... Also ich würde jetzt echt gerne nochmal ein Comeback sehen. Das wäre schön. Arcfire. Und oh, das war fast der Treffer mit dem Down Smash. Oh, das könnte... Nein, sie springt raus. Sie springt raus. Alles gut, Leute. Oh, geht da weg. Und nach hinten... Oh, wow. Ich will nicht wissen, was passiert wäre. Sie hat vielleicht sogar... Nein! Oh mein Gott! Holy shit! Okay, das war die Rache, Leute. Das war die Rache für den ersten Kill. White Rose denkt sich so, das zahle ich dir heim. Nur mit wahrscheinlich einer etwas angenehmeren Stimme als meine gerade. Trotzdem, 100%, das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht leicht wieder aufzuholen. Okay, komm, so. Jetzt hat sie das Comeback gemacht, aber also so ein bisschen jedenfalls Rubin dafür, das aber trotzdem nicht nehmen lassen. Geht da bitte weg. Ich krieg das Kotzen, wenn ihr da steht. Auch wenn wir im Hintergrund im Spiegel ein bisschen gucken können. Das ist ja schon mal ganz angenehm. Oh. Was war das denn? Warum nicht nach vorne werfen, Rubin? Warum nicht nach vorne werfen? Eieieiei. Und jetzt da hinten werfen, das war's. Ja, das war's, Leute. Meine Güte, da wurde es aber nochmal eng am Ende. Also gut, sie hatte nur 30%, aber trotzdem. Bei so einem Nachteil, das nochmal so gut rauszuholen, ist schon eine Kunst. Sehr schön, damit haben wir unseren Champion, Leute. Rubin ist auf Platz 1 dieses Ultimate Amiibo Clash mit dem Thema Ladies Fight Night. Schöne Vorstellung, aber auch hier White Rose hat wirklich gut gekämpft und bis zum Schluss sich hart durchgesetzt, aber am Ende unterlag sie nach dem Bracket Reset, wohlgemerkt, Rubin 2-1, kriegt aber hier die Silbermedaille, also definitiv eine Ehrung, die man gerne annimmt. Ja, Leute, wie geht's jetzt weiter? Ihr werdet es eventuell schon ahnen, aber ich habe direkt schon den dritten Ultimate Amiibo Clash im Start.
Und der geht auch gleich morgen los. Und ich kann euch schon mal sagen, zwei Sachen. Es wird diesmal ein bisschen was anderes als die ersten beiden Ultimate Amiibo Clashs. Was genau werdet ihr dann morgen erfahren. Da freue ich mich extrem drauf. Da bin ich ultra gespannt. Und das zweite ganz Wichtige ist, sämtliche Walk-Off-Stages werden ab jetzt gebannt. Außer solche wie Belagerte Burg oder Delfino oder Wolkenhort, weil das sind keine dauerhaften Walk-Offs, sondern eine Transformations-Stage. Das ist was anderes. Aber nur, damit ihr Bescheid wisst, weil ganz im Ernst, das zweite hier hat mir, das Turnier hat mir ehrlich gesagt ein bisschen besser gefallen noch als das erste. Sagt mir natürlich gerne eure Meinung, originale 8 oder Ladies Fight Night, was fandet ihr cooler? Ich fand Ladies Fight Night cooler, das mit den Walk-Offs war ein bisschen nervig, aber dafür waren die Kämpfe an sich wesentlich spannender und die Kontrahentinnen waren deutlich mehr gleich auf, was das Ganze für mich persönlich interessanter gemacht hat. So, morgen gibt es aber nicht nur die Ankündigung fürs dritte Ultimate Amiibo Clash, Leute. Nein, morgen gibt es auch gleich noch endlich die Bekanntgabe des Gewinners des ersten Ultimate Amiibo Clash. Genau, das gibt's beides morgen. Dritte Ankündigung und die Auslosung des ersten Amiibo Clash. Das heißt, ihr könnt euch schon ungefähr herleiten. Wahrscheinlich wird es die Auslosung des zweiten Amiibo Clash dann auch wieder gegen Ende des dritten Clashs geben. Und ja, verlieren wir jetzt keine Worte mehr. Auch ein Satz, den ich total häufig sage. Ich habe das Gefühl, damit beginne ich fast jedes Video des Ultimate Amiibo Clash, aber ist egal. Hier kriegt ihr gleich nochmal die Placings eingeblendet und wir sehen uns morgen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Ladies Fight Night. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Ciao.